Alles klar, wir haben uns hier nochmal sauber gemacht. Hier vorne am Wildbread Rest. Es ist 9.49 Uhr und wir wollten doch endlich mal zu Maika, den alten Stinkefinger. Weil Maika, der wartet schon die ganze Zeit auf uns. Ne? Wir haben aber hier vorne noch Charlotte. Wollen wir die nochmal machen? Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, wir wollen unverzüglich zu Maika. Aber ey, das ist ein Steinwurf. Come on, wir werden nochmal kurz zur Charlotte reiten. Das ist ja nur einmal über die Bahngleise und ich weiß schon wieder, dass ich mich ablenken lasse. Ja. Oh mein Gott, immer wenn ich was vorhabe, reißt mich das Spiel wieder in eine andere Richtung. Aber egal, ich habe das doch gerade gesehen. Warum ist Charlotte, was hat die jetzt schon wieder? Aber die ist cool, ne? Der haben wir ja geholfen beim Jagen und die verhungert nicht mehr und hat uns ja auch zum Essen eingeladen. Das ist auch 2, 3 Folgen her, ne? Und da sitzt sie und liest ein Buch. Na, sagen wir doch mal hallo. My, my. I was wondering when I was gonna see you again. Oh. You look different. Well, the rigors of simplicity take their toll on a woman. Oh, no, I didn't mean it. I know. Things are going well. I couldn't have done it without you. Oh, you did it all yourself. Oh, ich bin aber... So how are you holding up? I'm still standing. Which is an improvement on the last time you saw me. I wish that there was something else that I could do. Ma'am, you have done more than enough. Ah, das habe ich ja extra drin gelassen. Dann lasse ich es laufen für 5 Minuten ohne Kommentar, ne? Well, you take care of yourself, Arthur. Kriegen wir einen Knutscher? Auf die Wange. Please go on in and help yourself to anything you need. What's mine is yours. Oh mein Gott. Well, that's very kind. Das ist ja schon fast wie ein Ehepaar. So, dann wollen wir mal reingehen hier. Gucken wir doch mal. Also, letztes Mal hat sie uns ja Geld gegeben, ne? Das ist ja unglaublich. bemuttert uns ja hier ohne Ende. Wir kriegen hier ohne Ende Sachen. Mal schauen, was haben wir denn hier noch? Ist ja nix. Verarschen oder was? Dann gibt's gleich den ersten Ehekrach. Alles klar hier. Hier vorne ist noch eine Kommode. Bedien dich, sagt sie. Aber wahrscheinlich können wir dann immer wieder hierher kommen und uns auffüllen, ne? Wenn hier auch mal was drin ist. Ja, wir haben ja hier schon alles durchsucht, ne? Da ist nix. Dann gehen wir hier nochmal rein. Absolut nichts. Ihr merkt's, ich habe da eine kleine Pause gehabt, deswegen muss ich jetzt noch neu speichern. Kein Problem. Niente, nada, aber geiler Spiegel, Alter. Da ist nix. Da ist nicht mal Staub in den Schubladen. Na egal. Dann lass uns jetzt mal endlich zu Maika, ne? Wir sagen nochmal Hallo oder Tschüss. It was a pleasure meeting you. You too, Arthur. Please be well. Wunderbar. Aber witzig, dass da nochmal die Option war, sie zu treffen. Mal gucken, ob da noch was draus wird. So, ich sehe gerade, ich muss noch mal ganz kurz hier mein Dead Eye auffüllen. Nicht, dass wir jetzt gleich wieder von diesen komischen Hillbillies da überfallen werden, ne? Einmal voll machen. Oh mein Gott, mein Husten hört sich aber echt nicht gut an. So, und jetzt machen wir die Markierung. Da unten M für Maika, Bell und zack. Und dann lass uns doch einfach dahin reiten. Ich werde mal jetzt hier den Kinomodus anschmeißen. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht gleich vom Zug überfahren werden. Ich sehe es schon. Ich mach mal lieber aus. Alter Schwede, das war wieder knapp.
lassen wir an uns vorbei rauschen. Oh, da hinten steht einer. Oh, der war bewacht, der Zug. Hm, vielleicht war da was Feines drin. Man weiß es nicht. Geben wir unserem Pferd mal die Sporen. Hey, move it. Genau, verpiss dich. Ich muss jetzt mal ganz schnell zu Maika. Aber die Landschaft hier oben ist auch mega cool gemacht. Können ja auch immer die Kameraeinstellung wechseln, ne? Im Kinomodus sozusagen. Noch ein bisschen was sieht. Da unten müsste ja, wie heißt das Kaff nochmal? Wieder vergessen. Wie heißt denn das Kaff? Das macht mich jetzt wieder wahnsinnig. Antwerp, genau. Danach kommt der Van Horn und da ist dann der Maika. Ah, bislang wurden wir nicht überfallen oder sowas. Untypisch, eigentlich mindestens zweimal in so einem Kinomodus. X unterstrich Mkfight unterstrich X, danke für dein Abo. Domo arigato. Achtung, das Pferd muss zur Hauptuntersuchung. Und Abgasmessung. Das stimmt, Mkfight, das stimmt. Der TÜV ist bald, der Lack ist ab bei meinem Pferd, ne? Vielen lieben Dank für dein Prime-Abo im sechsten Monat, mein Lieber. Dankeschön, ey. Und auch wenn ich dich beim Giveaway nicht drin hatte, sorry dafür nochmal. Und ich weiß auch, woran es lag. Es lag nicht an meinem Bot. Ich kann dir genau sagen, woran es lag. Ich habe von oben nach unten durchkopiert, ne? Und dein Name war ganz oben. Als ich mir das nochmal angeguckt habe, ich so, hä? Und dann hätte ich hätte es zum Schluss nochmal alles kopieren müssen und dann da reinziehen müssen. Sorry, my fault. Beim nächsten Mal bin ich schlauer. Ich hoffe, du verzeihst mir. Schiebung. Gibt's nicht. Ist ja alles ohne Gewehr, ne? Hab dich schon immer gesagt. Aber es tut mir trotzdem leid, ne? Also das war nicht korrekt. Aber ich wusste es nicht. Ich dachte echt, der reiht immer von oben nach unten die Leute rein. Hat er nicht gemacht. Maika! Ah, there he is. Old Black Lung Morgan. Was you followed? Der Lunge nennt er mich. Was you followed? You know who you're talking to. I ain't sure. I ain't sure about much no more. All I know is there's law whenever you're around. Is that so? Because it seems to me that since you've been riding with us, there ain't been nothing but trouble. Stirring things up all the time, getting in Dutch's ear. Seems wherever you is, there's Pinkertons and vice versa. So you better watch your goddamn mouth, boy! Or... Scheiße! Take it easy, cowboy. You're gonna do yourself a mischief, weigh your head. Maika, shut it! He started it! Dutch says we is to go on with plans to create a diversion. We gotta get some explosives to blow up the bridge. Keep the army out of here a few days. I think it's a real bad idea. I don't think Dutch cares too much what you think. That's clear. We gotta confuse him one last time. Then he and I will head to Blackwater, collect the money, and help everyone leave. He's got a boat lined up. Blackwater's a fool's errand. Everyone knows it. Even a greedy moron like you. It's Dutch's choice, Arthur. You're just a senior gun, same as the rest of us. Only you ain't well. I'm fine! Then you'll do Dutch's bidding. Which is robbing a stage that's coming from Annisburg full of explosives. Rob a stage. All we seem to ever do is rob a stage, you and me. Not me.
You two. I got my own planning to do. Ach so, da kommt noch nicht mal mit. Shit. Guess we have. Come on, Arthur. Bill ist pissed. Take it easy. You could do with a vacation. Hm? Was für ein Arsch. Okay, das stimmt ja. Alright, let's go. Der Dutch hat ja gesagt, wir sollen ja diese Brücke da sprengen oder sowas, ne? Dafür brauchen wir Sprengstoff. Vollgebild zum Hinterhalt. Marcus says we should jump it as soon as it comes through Van Horn. So you're taking orders from him now? I'm taking orders from Dutch, same as always. The pair of them are becoming unhinged. You hear about Dutch killing Cornwall? Hey, hold up a second. Pinkerton Patrol, over there. Ach so. Okay, I think we're clear. Ich hab mich schon gewundert, warum bleibt denn jetzt stehen automatisch? Pinkertons waren das. Well, that needed to be done. Right now? With the Pinkertons breathing down our necks? See, I'm starting to think that you've gone soft, Morgan. Whoa! Okay, let's hold up here. Okay, es ist wohl zu warm eben, ne? Moment mal. Ich habe gerade so eine Nachricht gehabt, dass das es zu warm war. Von daher. Ach, ich habe noch die Winterklamotten an, ne? Cumberlands Outfit. So. We'll take the two of us to stop it completely, or it'll never get done. So, I was thinking, you go play dead. And I'll take care of him. No, I'm the better shot. And you're the better actor. No, you play dead and I'll cover you. I got that. I got that. Okay, wir sollen snipern. Mal bin ich mal gespannt. Carcano-Gewehr? Kompendium, was ist das denn für ein Gewehr? Muss mal angucken. Das Sireno Carcano ist ein Kammerverschlussgewehr mit Zielfernrohr, das mehrere Patronen fassen kann. In Kombination mit der schnellen Schussfolge und der hohen Nachladegeschwindigkeit bewährt es sich bestens im Kampf gegen mehrere Gegner auf große Entfernung. Diese Waffe hat eine Munitionskapazität von 6 Schuss und kann natürlich wieder alle möglichen Sachen verschießen. Okay, cooles Gewehr. So, raus da und rein ins Spiel. Wo muss ich hin? Da oben? Komm ich da hin? Muss ich da rein ins Haus? Okay, warte, bis Bill angreift. Als erstes die Fahrer, ne? Oh no! Nein! Scheiße, der ging daneben. In your face. Okay. Ja, Mann. Alter Mann, ist doch kein D-Zug. Na, steig auf den Wagen. Los. Und weg. All right, let's see if we can get this back to camp without blowing ourselves up. Mal nachladen hier, nenne ich das jetzt gleich. Nochmal. Ich rauch nochmal eine. Ist vielleicht besser, ne? Ist gesünder für meine Lunge. Premium-Zigaretten. Noch eine. Damit mein Dead Eye wieder voll ist. Oh, shit! Deal with them, Arthur! Okay, I'm trying. Alles klar. They get off one good shot.
come! In your face, Alter, das war genau zwischen den Augen. Ui, wo ist mein... Was mit meinem Deadeye los? Scheiße. Komplett leer. Haben wir noch Zigarren? Ah, wieder nicht, ne? Shit. Mario, mein Lieber, herzlich willkommen. Guardian voll in Action. Mir geht's bestens, mein Lieber. Bestens. Schön, dass du da bist. Alles da? Einmal. Scheiße, da kommen ja noch mehr. Komplett seinen Kopf weggeballert. Shit. Ich geb mein Bestes. Sehr, sehr gerne, mein Lieber. Und auch danke für deinen Support, ne? So. What do you think I'm doing? Okay, da vorne. Aber war ja eine wilde Session bei dir gestern auf jeden Fall. So, da haben wir sie doch alle. Ja, war echt krass, ne, gestern. I don't see any more. All right. Oh, that was close. Don't reckon I'm cut out to be a dynamite wagon driver. Absolut, absolut. Da hat man gemerkt, dass richtig Spaß gehabt, ne? This make any sense to you? It's a distraction. Fahrer wechseln. So it ain't meant to make sense. It should to us. It's our plan. Look, there's Micah up ahead. Great. Okay, da ist Micah. You got it? We got it. Yes, we got it. What's wrong, Arthur? Nothing at all, boss. John, go drive this over to Bacchus Bridge. Get it hidden near there. He really does think he's in charge. You go on ahead. I need to speak with Arthur. Good work, son. What's going on? Listen. I know we ain't always seen eye to eye, and you find me irritating and a threat, and I like to annoy you. But right now, I need better from you, Arthur. Okay, Micah. Whatever you say. I ain't the bad guy you think I am, Arthur. But I am a survivor. Stick with me and you'll live. Oh, the bridge is probably a two-man job. You should probably go help Marston. Why don't you? Like I said. Dutch and I got planning to do for the train. There's a big picture here, Arthur. Trust me. Und die Mission abgeschlossen, die Freunde von Venorn mit Gold. Wir haben auf Gold abgeschlossen, die Freuden von Venorn. Bill und Arthur überfallen einen Militärkonvoi, der Dynamit von Venorn transportiert, tötet drei Soldaten durch Kopfschüsse mit einem Scharfschützengewehr, schließt die Mission mit mindestens 85% Genauigkeit ab. Sehr schön, haben wir es doch. Und ja, also ich glaube, alle bis auf meinen Bruder hatten einen wundervollen Tag. Mein Bruder muss nämlich heute noch arbeiten. Wo ist mein Pferd eigentlich? Und Franziel, danke für den Lurk. Time to go, boy. Aber der Sicario, der Arme, ja. Der wird das schon überleben. Aber war ja auch ein richtig krasser Raid auch gestern bei dir, ne? Richtig cool. So, Micah, das ist Sadie Adler.
Wer ist das denn da unten? Penelope Braithwaite? Da müssen wir auch nochmal hin. Das ist die Überlegung, ne? Wir könnten jetzt hier runter zu Sadie. Wo ist... Oder hier Rainfall, ne? Fallender Regen. Wir sind ja eigentlich hier. Wir könnten einen Abstecher zu dem Veteranen machen. Und dann weiter zum fallenden Regen. Und dann könnten wir uns hinportieren nach Saint-Denis, ne? Und dann diese beiden machen. Ich denke mal, das klingt doch nach einem Plan. Von daher werden wir mal ihn hier als erstes machen. Immer umdrehen hier. Sei dir auf jeden Fall gegönnt, mein Lieber. Bist du eigentlich selber Tätowierer oder diese ganzen Posts und so weiter? Sind das deine Künste? Oder hast du einen Laden oder sowas? Ein Tätowier-Shop? Ah, cool. Echt richtig nice Dinger dabei. Ein Künstler. Ja. Ah, bist selber Tätowierer. Geil. Was ist denn da los? Ach du Scheiße, was ist mit dem los? Wer ist das denn da hinten? Scheiße! Ach du Kacke! Oh nein, voll daneben, warte. Ich muss mal Kurzwaffen nehmen. Ei. Alter, habt ihr den Typen eben gesehen? Ja, musst du mal machen, Nupfer. Da richtig geile Sachen bei Sicario. Und die Izzy Giora, ist das deine Frau, Freundin? Ich glaube, ne? Habe ich doch gesehen auf dem Foto. Wo ist der Typ hin? Scheiße, der ist weg. Ja, ne? Meine ich doch. Ey, das war ja eine wilde Geschichte eben. Mal gucken. Wir nehmen auf jeden Fall das Fleisch mit. Deine bessere Hälfte. So, dann das Vieh jetzt mal häuten hier. Lässt sich Arthur nicht lumpen, ne? Das Ding ist natürlich schlecht, das Wolfsfell. Das können wir auch gleich wegschmeißen. Braucht kein Mensch ein schlechtes Wolfsfell. So, wir sammeln. Was ist das denn hier? Stehe mitten drauf auf so eine wilde Möhre. Sehr geil. Für mein Pferdchen. Können wir auch gleich mal eins geben, ne? Aufs Pferd und dann wilde Möhre. Wo haben wir da? Da, wilde Möhre, ne? Dann ist der wieder gut drauf. Wenn wir McFight schon sagt, der muss zum TÜV. Dann halten wir den noch in Schuss. So, das Fell, das war ja natürlich dann für den Popo, ne? Das war. Hätte ich mit einem Schuss machen müssen. Vielleicht hätte ich dann exzellentes Fell bekommen, aber so ist jetzt mal nicht so wild. Ja, mega, ne? Mega gut. Ja, ey, das solltest du auch tun. Das ist so ein geiles Spiel. Absolute Empfehlung, das Spiel. Ja.
Ach, Herr Jemini, da wollen welche wieder Ärger. Wir nehmen mal den Repetierkarabiner. Obwohl, die müssten wir aber auch mal wieder sauber machen, ne? Okay, ihr wollt es nicht anders. Oh, scheiße. Uno, dos. Oh, ich sollte auch treffen, ne? Ist da noch einer? Ich hatte auch nichts mehr. I'm dead eye, ne? Mal gucken, ja. Wollten die Affen mich hier ausrauben? Mitten auf der Straße, am helllichten Tag. Ich glaube, es hackt. Todesstern auf die Wade zu packen, auch eine coole Idee. Haben wir noch einen? Da lag doch noch einer, ne? Erstmal schön drauflatschen. So ist fein. So. What? Weiter geht's, als ob nichts wäre. Back to business. Da vorne ist die Hütte von dem alten Veteran. Bleiben wir mal stehen. Und wir lauschen nochmal hier der Atmosphäre. Und dann werden wir uns mal mit dem Jungen treffen.